Moin moin Leute, hier ist Janissi und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise globale Version. Und heute, ist die Cotton Candy Insel bei mir noch da, deshalb werde ich die jetzt eben noch schnell machen. Bin ich gestern nicht zugekommen, wie gesagt, ab 10 Uhr startet das ja immer, deshalb werde ich das hier in diesem Part wieder machen. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir da jetzt einfach durchkommen, gleich mit einem richtigen Speedrun-Team, was ich ja aufstellen werde. Und ja, ich will gleich noch mal ein paar Sachen klarstellen, wegen auch einem Let's Play in der Zukunft, wonach ich jetzt in den letzten Tagen immer mehr gefragt wurde, ob es denn passiert. Wie gesagt, das sage ich gleich. Aber erstmal nehmen wir die Schnecke, die hier im Startbildschirm ist, und gucke mal, was sie uns da rauswirft. Ja, Soge King, diesen Freitag, ne, Leute, ihr wisst, also die News, das News-Video habe ich da ja schon zu gemacht, das dürfen die eigentlich die meisten Leute von euch gesehen haben, ja. Also von daher, Soge King, Red Wars am Freitag ist klar, und das Sugo-Fest auf Japan am 1. April steht dann auch an. Wie gesagt, ich hoffe, es ist kein April-Scherz, denn Corazon wäre wirklich nice als Legende. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal auf die Easter Brunch Insel, ja, denn das ist echt das Wichtigste. Aber dann sollten wir doch echt ein High Damage Slasher Team machen, was wirklich ohne große Probleme hier durchkommt. Ich würde sagen, nehmen wir da nochmal einmal, warte, wir machen mehr Schaden. Ashura Zoro oder 1311 hat der gegen 1332. Okay, dann nehmen wir mal Ashura Zoro mit. Und als Inslasher nehmen wir den Crocodile mit, das ist schon mal klar. Und da ich wirklich keinen verzögert haben will, ich will ja durchrushen ohne Ende, ja, werde ich dann nochmal einen anderen Slasher mitnehmen. Übrigens, ich habe, Chopper bei der Afro-Ruffy-Extra-Insel jetzt bekommen. Letztes Mal habe ich ihn nicht bekommen. Zum Glück habe ich ihn jetzt bekommen, dann muss ich ihn das nächste Mal, wenn er wieder auftaucht, nicht nochmal farmen wegen dem Chopper. Deshalb eigentlich ganz nice. Und so, welchen Slasher nehmen wir jetzt noch mit? Jetzt einfach einen hohen. Ich denke, wir nehmen einfach trotzdem nochmal. Ne, wir haben aber schon genug. Na, nehmen wir mal noch einen blauen Slasher mit. Aber damit wir so ein kleines Regenbogen-Team haben. Und ich würde sagen, nehmen wir Luki mit oder Touch. Dann müssen wir mal gucken. Ja, doch, Luki. Luki ist hier besser in dem Fall. Und dann sortiert die nochmal eben nach Damage. Oh, ist perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich schon mal rein. Dann fange ich jetzt schon mal eben ein bisschen an, darüber zu reden, wie das, oder was das nächste große Let's Play hier, was anfangen, oder was anlaufen wird, sein wird. Das ist nämlich One Piece Burning Blood. Burning Blood ist ein neues Spiel, der, kann man am besten mit One Piece Pirate Warriors vergleichen, wozu ich auch, oder wo ich die Reihe auch schon durchgespielt habe. Also Pirate Warriors 3, das Spiel habe ich durchgespielt. Das ganze Let's Play wurde hier auch auf YouTube hochgeladen. Und ja, davon den Nachfolger sozusagen, oder halt das neue Spiel in dieser Hack-and-Slash-Reihe, sage ich jetzt mal, werde ich dann auch Let's Playen. Das heißt Burning Blood. Und dazu werde ich höchstwahrscheinlich dann auch ein Unboxing machen, denn ich werde mir die, oder ich habe mir die, wie heißt sie, die Marinefold Edition vorbestellt, und deshalb wird es dazu ein Opening geben. Und ja, da ist eine Figur drinne und sein Grab, so viel kann ich schon mal verraten. Die meisten von euch werden wissen, was das ist, weil es natürlich auch mit Marinefold in Zusammenhang steht. Deshalb, wie gesagt, werde ich jetzt groß noch nicht spoilern, aber für die, ne, die wissen, was da auf Marinefold passiert ist, die wissen, wessen Grab ich meine, und ich meine nicht, dass, ich meine der Captain, der dort gestorben ist, nicht sein Mitglied, sagen wir es so. Ja, das ist so, dass ich sagen kann, ohne wirklich große Spoiler rauszuhauen. Also hier, ich tippe, wie gesagt, im letzten Video habt ihr viel gesagt. Wie gesagt, nicht stallen. Logisch, ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Da habe ich auch, das habe ich im Video dann nochmal nachgeguckt. Da habe ich dann wirklich gesagt, ja, stallen, damit das am Ende schneller geht. Aber im Endeffekt brauchen wir da ja wirklich keinen HP-Cut, weil wir da wirklich so durch, ja, so viel Schaden machen werden, dass es eigentlich gar kein Problem ist, ne, da wirklich die in ein, zwei Runden fertig zu bekommen. Deshalb ist es wirklich, also hier kommt es wirklich auf Zeit an, und deshalb einfach ohne wirklich groß zu stallen einfach raufhauen und die Stages kaputt machen. Was ich euch nochmal raten werde, wenn der Raid-Boss am Freitag da ist, da der Soge King Raid Boss nur, nur 20 Stamina hat und, ja, Golden Pound Bücher und Impact Usopp Bücher droppt und natürlich ein Orb
oder ein, ja, ein Orb zu Usopp auch geben wird, ist es natürlich so, dass ich euch wirklich empfehlen kann, wirklich so den Raid so oft wie möglich zu machen, einfach weil da gibt es halt wirklich geniale Bücher und eigentlich für jeden was dabei. Ja, der Boss im Sogeking Raid, sagen wir es mal so, ist jetzt nicht der beste. Eine Kopie kann man sich da behalten, falls mal irgendwann eine gute Synergie sich ergibt, also wirklich irgendwann mal eine gute Kombo mit dem ergeben wird, aber wirklich den Rest würde ich wirklich einfach für die Sockel in einen meiner Usopps benutzen, also einfach alles reinfusen, was da geht. Ja, und das war's eigentlich schon, also so viel habe ich dann zu dem Raid-Boss zu sagen. Wie gesagt, Guides kommen auch, aber ihr solltet eigentlich keinen Guide gebrauchen müssen, ich mach's einfach nur, damit ich das wirklich da habe, damit es wirklich in meiner Guide-Liste steht, Guides, die ich dazu gemacht habe und ja, also dass ich wirklich, ich habe es ja gesagt, am Ende soll das denn so sein, dass ich sozusagen eine kleine Bibliothek habe oder so, also so eine kleine, ja, schon fast so ein Inhaltsverzeichnis dafür machen könnte und dann wirklich einfach für jeden Raid-Boss, für jede Extra-Insel halt, die auf Global da war, wirklich dann einen Guide zu haben und auch für Free-to-Play dann am besten. Und das ist so im Endeffekt mein Ziel, was ich so noch erreichen will. Wirklich, dass ich das alles mit einem Free-to-Play-Team oder dass ich mit allem mit einem Free-to-Play-Team das schaffe. Und ja, das wird erstmal so das erste Ziel sein und natürlich hört es dann danach nicht auf, keine Sorge. Aber das ist so jetzt erstmal das erste Ziel. Und für alle, die die Folge 200 gesehen haben, die wissen ja noch, da habe ich mir ja auch schon ein paar Ziele gesetzt, auch die Raid-Bosse jetzt auf Max-Max zu bringen, alle. Das werde ich auch schaffen, hundertprozentig. Aber ne, man muss halt gucken, was jetzt so für Raid-Bosse kommen. Und ja, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall kein riesiges Problem. Aber auch, wie gesagt, ich habe ja noch nichts mit den Pluszahlen gesagt. Das hilft natürlich hier, also da helfen natürlich diese Ostereier riesig, wie viel Plus die einfach auch so einen Charakter geben. Es ist einfach sehr, sehr heftig, dass sie wirklich plus 2 in dem gewissen Stat geben und nicht nur plus 1, weil bis jetzt hatten wir Restaurant Le Crêpe wirklich immer nur als Cotton Candy Version, nicht mit so OP-Ostereiern, muss ich jetzt ja ganz ehrlich sagen, die dann 2 Stück geben. Bis jetzt hatten wir sie wirklich halt nur mit einem Osterei, mit einem Cotton Candy, die nur plus 1 geben, mit einem Osterei natürlich, mit einem Cotton Candy, die natürlich 1 geben und deshalb ist das ist hier definitiv eine sowas, was man immer machen muss. Mehr kann ich da auch wirklich groß nicht zu sagen, also wenn man wirklich ein Event nicht verpennen sollte, dann ist es wirklich dieses hier, also wirklich immer machen, aber ich habe es auch schon in der letzten Folge gesagt, aber es ist einfach hier so wichtig, ne, weil die Ostereier-Dinger sind halt so OP. Und da lohnt sich das dann halt auch noch, wenn ihr noch genug Zeit übrig habt, wirklich nochmal einen Refill einzusetzen. Ja, weil die Cotton Candy einfach Cotton Candy und Ostereier nicht wirklich so einfach, ja, da man dann nicht wirklich so einfach rankommt, als hier wirklich. Also hier kann man das ja wirklich sehr schnell runnen, mit einem relativ simplen Team, wie gesagt, ein Slasher-Team. Und ja, man bekommt einfach alles zusammen, das ist halt das Beste überhaupt daran. Ja, und ja, ich habe, also im Endeffekt habe ich ja jetzt mal wirklich alles dazu gesagt, man bekommt auch noch Colas zwischendurch, das ist sehr gut für wenn die Sunny rauskommt, bei der nächsten Insel natürlich auf Global, die sollte eigentlich auch nicht mehr so weit entfernt sein, denn wir haben ja jetzt schon, wir haben ja schon relativ lange die letzte Insel, also ich denke, dass die wirklich Anfang nächsten Monat rauskommen sollte. Kommt natürlich darauf an, wie jetzt Bandai den Story-Mode vorpushen will, weil wir könnten wirklich sehr, sehr schnell aufholen, wenn wir jetzt wirklich jeden Monat eine neue Story-Insel bekommen würden, dann wären wir halt wirklich schnell auf dem Content-Level von Japan, von dem Story-Modus her. Natürlich sind wir bei Sugo-Fests noch weit zurück und bei Raid-Bossen natürlich auch. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob was passiert, also ob was im Fall Z passiert, nenne ich das jetzt das Ganze mal. Denn vor 3 Tagen jetzt wurde der Z-Film das erste Mal auf Pro7 Max gezeigt in der deutschen Verfassung, wirklich im Free-TV gezeigt, Pro7 Max natürlich Free-to-Play, müsst ihr nur gucken, dass ihr den richtigen Sender reinbekommt auf euren Fernseher. Also, dass wirklich das erste Mal gezeigt wurde im Free-TV und jetzt, es hat viel zu tun und, oder es hat viel damit zu tun, wie gesagt, Copyright
war irgendwann mal ein Problem, also wurde wirklich mit einem Problem ja verbunden, aber im Endeffekt weiß man es wieder auch nicht. Ich würde die Lösung zum Beispiel gar nicht mal schlecht finden, wenn sie jetzt wirklich sagen würden, hey, am 1. April kommt Zed oder halt ein anderer Charakter mit halt den Stats von Zed. Und ja, es ist hier einfach so, hey, wir haben Zed nicht vergessen, wir haben die Shooter-Teams nicht vergessen. Hier bekommst du noch einen Shooter dafür, der dann auch noch schön die Shooter boostet. Okay, nochmal ein HP und Recovery. Ich weiß nicht, die HP-Candies, ja, die mögen mich anscheinend. So, einmal machen wir noch, weil ich noch ein bisschen was zu erzählen habe. Oder weil ich noch ein bisschen was zu dem Z-Thema nochmal sagen will. Weil ich das eigentlich allgemein eine relativ gute Idee finde. Und dass die das eigentlich machen sollten, wenn ich ganz ehrlich bin, Bandai. Ja, also, das wäre wirklich so eine gute Sache. Jetzt einen Charakter, den es so auf der japanischen Version noch nicht gibt, halt einfach nur, um die Stats von Zed zu übertragen zu können. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Also, wir reden ja jetzt von Int. Ein Int-Shooter ist... Da könnte man, also wie gesagt, Zed passt einfach auf diese Beschreibung relativ gut. Wir kennen es von der japanischen Version, aber es könnte halt eigentlich auch wirklich jeder andere Shooter da reingepackt werden. Im Endeffekt könnte es auch wirklich Sogeking King sein, in so einer Inf-Packung oder in so einer Inf-Verpackung. Aber es wird es ja höchstwahrscheinlich nicht sein, deshalb, ja. Ich habe es ja schon gesagt in dem einen Video, wie gesagt, falls ihr alles zu dem Raid jetzt am Freitag wissen wollt, zu dem Sogeking Raid, guckt einfach das Video dazu an. Und wenn ihr einfach total, oder falls ihr euch einfach überraschen lassen wollt, ja, lasst es einfach so durchlaufen und ja. Werdet überrascht am Freitag. Den Tipp kann ich nur nochmal geben, den ich schon gestern gesagt habe mit dem Part. Levelt eure Int-Charaktere, denn das wird ein Psy-Raid. So viel kann ich schon mal erzählen, denn Sengoku ist natürlich auch Psy, aber Sogeking ist natürlich auch Psy. Deshalb solltet ihr definitiv eure Int-Charaktere etwas stärken für den Fight, aber er wird definitiv nicht schwer sein. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und ja, wie gesagt, ich versuche es ja ein bisschen noch im Geheimnis zu halten. Aber ich denke, viele Leute wissen sowieso schon, was dann am Freitag passieren wird. Aber ich hoffe, die wirklich das nicht wissen wollen, die schaffen das auch und die werden nirgendwo gespoilert. Wie gesagt, ich würde einfach sagen, es wird definitiv sehr schwer, irgendwie jetzt einen Spoiler zu vermeiden dafür, weil, ja... Es wird einfach überall stehen, ja, deshalb, also, versucht einfach so ein bisschen vom Internet abzuschalten, vor allem von Foren oder von Reddit, ja, also wirklich, wo halt viel Informationen geteilt werden, wenn ihr wirklich spoilerfrei leben wollt, so ist es einfach. Wie gesagt, ich werde alles dabei behalten, ohne wirklich groß irgendwas zu spoilern, ich werde sonst zu Not immer was davor sagen, wie ich es halt auch in dem Video gemacht habe, aber in normalen Parts hier werde ich nicht über den Raid am Freitag reden, deshalb, ja, muss ich das halt wirklich, deshalb also ich kann es euch garantieren, dass ich da nicht überreden werde, sagen wir es so, was da genau am Freitag passiert, also hier keine Sorge, spoilerfrei werde ich das Ganze lassen, kein Video wird davon was enthalten, Informationen speziell über diesen Raid, ne? Also hier seid ihr definitiv auf der sicheren Seite, wie gesagt, Kommentare müsst ihr dann gucken, wie gesagt, wenn ich einen großen Spoiler sehe, packe ich den natürlich weg, ne? Aber wie gesagt, sonst eigentlich wie auf jedem YouTube-Video, wenn ihr zu irgendeinem bestimmten Thema das dann anguckt, müsst ihr bei den Kommentaren echt ein bisschen aufpassen diesmal. Wie gesagt, wenn ich einen großen Spoiler sehe, packe ich den weg. Ist genauso wie Story-Spoiler mit dem Grab, was ich vorhin angesprochen habe. Muss man einfach nicht haben. Ich finde, One Piece ist einfach besser, wenn man wirklich nichts gespoilt bekommt, wie eigentlich jede große Fernsehserie. Also deshalb muss ich wirklich sagen, schon wieder ein Recovery Candy, aber deshalb muss ich wirklich sagen, Spoiler werden halt, gelöscht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also, ist halt wirklich, ist doof, ne? Also, wenn ich jetzt irgendeinen großen Plotpoint gespoilert bekomme, wenn ich halt wirklich einen größeren Plotpoint gespoilert bekommen würde, würde mich das auch sehr, sehr aufregen. Aber zum Glück bin ich schon mit den meisten Folgen durch. Wie gesagt, mir fehlen jetzt die letzten 10 oder so, aber da, sag ich mal, Schwamm drüber.
Und ja, das war doch eine relativ lange Folge. Wie gesagt, 15 Minuten ist eigentlich immer so eine gute Folge, da kann ich gut aufhören. Und ja, heute wird dann noch als zweites Video das Sportzimmer Box zur japanischen Version kommen. Da habe ich immer noch so ein bisschen gewartet, vor allem wegen diesem Fanpoint Sugo, ob ich da noch was Gutes gezogen habe. Und ich kann schon mal eins sagen, ja, ich habe was Gutes gezogen und ja, freue dich auf den Part auf jeden Fall oder auf die das Sportzimmer Box für die japanische Version. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Leute. Den Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ne? Fragen zur japanischen oder globalen Version, dann beantworte ich das oder einer aus dieser großartigen Community. Dafür sind wir ja alle da. Und wie immer, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, den Abonnieren-Knopf nicht vergessen zu drücken, dafür ist er immerhin da. Falls ihr am Handy seid, könnt ihr noch die Glocke drücken, dann bekommt ihr immer so eine kleine Nachricht in eurer Nachrichtenleiste da oben, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gleich nach Ostern, also Osterwochenende ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Leute, und ciao.